Blomberg TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blomberg TV. Das sind unsere Themen: Grundsteinlegung an der Bahnhofstraße, neues Geschäft in Blomberg, positive Freibadresonanz und Phoenix Kontakt begrüßt Azubis. Die Bauarbeiten am neuen Dienstleistungszentrum des Kreises Lippe laufen auf Hochtouren. Einen entsprechend zufriedenen Eindruck machte Landrat Friedel Heuwinkel als Bauherr bei der Grundsteinlegung. Bis das Gebäude endgültig steht, vergeht aber noch einiges an Zeit. Die Fertigstellung ist auf den Juli kommenden Jahres terminiert. Am kurzen Steinweg gibt es jetzt eine Trüffelbox. Inhaber Horst-Dieter Rathmann schließt damit einen Leerstand in der Blomberger Innenstadt. Der Unternehmer erklärt, wie genau sein Sortiment aussieht. Ja, Motivation, ich esse und trinke gern, habe vor vielen Jahren von meinen Kindern mehrfache Schokoladenkurse geschenkt bekommen, was ich fantastisch fand, mit diesem Produkt Schokolade zu arbeiten, wollte aber einfach ein bisschen was anderes machen im ganz hochwertigen Bereich, sortenreine Schokolade aus alternativem Anbau, Bio-Schokolade teilweise und eben halt ein Spitzenprodukt, weil Billigschokolade mit Zutaten kriegt man in jedem Supermarkt und wir haben uns gedacht, dass einfach hier in Blomberg mal ein schöner Standort ist für exzellente Ware und wir glauben auch, dass wir hier den richtigen Kundenkreis haben, aber darüber hinaus werden wir natürlich jeden Monat 4 neue Kreationen bringen und die bringen wir natürlich online in unserem Shop, der zurzeit noch nicht aktuell ist, aber ich hoffe in 14 Tagen dann laufen wird. Geöffnet hat das Geschäft vorerst nur freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Die Blomberger Versorgungsbetriebe sind zufrieden mit der diesjährigen Freibadsaison. Rund 20.000 Gäste haben in diesem Jahr einen Sprung ins kühle Nass am Wesselweg gewagt. Und weitere könnten in den kommenden Tagen hinzukommen, da das Saisonende erst für den 11. September geplant ist. 50 junge Menschen sind bei Phoenix Kontakt in das Berufsleben eingestiegen. Bevor der berufliche Alltag die Azubis allerdings einholt, sollen diese das Unternehmen genau kennenlernen. Auf dem Plan stehen deshalb Betriebsführungen und verschiedene Informationsveranstaltungen.